Unser Auftragspunkt. Miau. Ich würde auch sagen, danach mache ich erstmal kurz einen kleinen Cut. Da oben, okay. Oh, nee. Und ja. Wo ist denn das Hotel? Dann. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben! Beeilung! Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Wer Latouche nicht kennt, der ist aus dem Bettlerreich, den wir schon mal verfolgt haben bzw. angekettet haben. Und ich glaube, Latouche finden. Attentat aus einem Versteck machen. Und mit Berserkerfall vergiftete Schützen. Wohin kommen wir da hin? Nee. Okay, einen habe ich hier. Ich habe noch keinen Pfeil mehr. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Aha. Zwei sogar. Das ist natürlich jetzt nicht geil. Warte einen Moment ab. Ne, rüberwerfen können wir nicht. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Okay, du kommst näher. Moment mal. Oh, kleine Lex. Das war ich nicht. Blöden wir mal eben, vielleicht kriegen wir noch einen Schützen. Da unten ist die Glocke. Jetzt mal ein bisschen gucken. Ja, Gebäude zu durchklimmen sind immer doch eine Herausforderung. Warte mal, hier ist da noch einer. So. Das heißt, hier müsste entweder ein Balkon sein. Okay. Haben wir das schon mal geklärt? Feuerwaffen habe ich keine mehr. Da ist auch nichts mehr, super. Das muss ich halt alles durchchecken mal eben. Ali, hopp. 1, 2, 3 davon ist einer, okay. Anteil aus Verstecken habe ich jetzt nicht. Hi, Mietz. Und zack. Finde ich immer noch den geilsten Move. Haben wir auch. Das ist die Frage. Kommen irgendwelche Leute vorbei? Ach, da haben wir noch einen.
jetzt schon mal das und hier komme ich natürlich jetzt nicht durch, wäre ein bisschen blöd. Auf der Höhe ist ja okay. Ich hätte da vorne einen Eingang und da einen Eingang, okay. So, mal schauen. Das ist relativ durch. Wenn immer im Mittelgang. Das sind natürlich zu viele. Eine Dusche ist unten. Was zum. Ich erwisch dich schon, du Rechter! Zieh mal vor. Wer weiß. Und wenn du klug bist, ignorierst du es. Was soll das denn bedeuten? Nur, dass manche Leute nicht mögen. Unter Tiberius war die Huldigung Brutus ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde. Caligula verdammte zum Tode, wenn er Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte, wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen? Machte er sich doch derselben Straftat schuldig. Als der Fanatismus entsprungen aus der monströsen Vereinigung von Unkenntnis und Willkür. Wie lange sollen wir noch warten? Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Nur noch etwas länger. Der Großmeister will die Beine berühren. So, Frage ist, Latouche, geht der jetzt weg? Nein, okay, er bleibt wieder an dem nächsten Ort. Das würde für uns heißen, wir können uns um die Leute jetzt kümmern oder versuchen jetzt da runterzukommen irgendwie. Weil, wer sagt euch das? Ich glaube. Habt ihr alle Wege bedacht, mit der das Gesetz im Sinne der Menschlichkeit zu handeln vermag? Oh, oh, oh. 1, 2. Der Lebenswille kapituliert. Dann mach das. Ich kümmere mich so lange um die Leute hier. Wer ist das denn? Das Problem ist, dass auf der Karte unten. Okay, guck da hin. Eilertusch. Tick-Tack, Tick-Tack, Federmann. Mist, hab ich nicht gedacht, dass er hochkommt. Probieren wir es nochmal. Für denn hier? Komisch. Ich hab dir eine einfache Frage gestellt. Sag mir, was ich wissen will. Okay, geht noch einen höher. Zack. Ich brauche eine Antwort, Freund. Ja. Mach's doch. Ja, komm her. Komm, komm, komm. Seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, den ganzen Tag machen. Aber du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Was wie war du, das? Wie spät es heute werden wird? Keine Ahnung. Wenn Politiker einmal reden, werden sie so schnell nicht wieder. Ihr seid ja, sehr klug. Setz ich lieber noch einen Kaffee auf. Mach dir sauber, schnell. Komme sofort. Mit Latouche wieder runter. Ihr habt das Wiesel gehört. Warft ihr ihn wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich,
Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Komm her! Sofort stehen bleiben! Ich zeig wetschig wie eine...